Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Ja. Tobias und ich sind bereits bei Nummer 4 angelangt. Tüte Nummer 4. Und wir haben ein Mysterium gelöst. Wir haben es einfach in der Tüte übersehen. So mysterisch war es nicht. Einfach in den Recycling-Tüten. Es war noch in der Recycling-Tüte. Aber es war nicht Nintendos Schuld, das ist wichtig. Muss das nicht andersrum? Muss die Mauer nicht nach innen? Da? Okay. Prima. So. Und so zerbröselt der Kitz. Sieht wieder nicht viel aus. Hast du Foto gemacht eigentlich? Nee, ne? I forget. Ja, wir unterbrechen die Sendung für Kurzfolgen, mehr auf Fotoaufnahmen. Das geht nicht, das hast du recht. Foto muss sein, sonst habe ich nichts für den Abschluss. Ja. So, was war denn da? Ich brauche erstmal die Birgen. Oh, ich muss hier mal das gleiche bauen, ne? Ja, du, ich auch. Beziehungsweise ich baue gar nichts, ich stecke es nur drauf. Ah ja. Dafür hat Tobias schon die Vorbereitung gemacht letzte Mal. Jetzt sind wir schon ein bisschen bei der Dekoration. Was ist Dekoration? Hier, so Bögen außen. Achso. Aber wir brauchen langsam Stabilität hier oben, willst du ein bisschen. Langsam. Ja. Kannst du schon mal hier den Rand bauen, ja. Jo, könnte ich machen. Weil ich muss hier mal das gleiche bauen, wie gesagt. Ja, ich weiß, ist ganz schwer für dich. Ja, hallo? Ab wie viel Jahren war das jetzt? Ja, das ist für Erwachsene. Oh, ist ja okay. Ab 16 ist das. Ab 16? Ja, ab 16. Nur für Leute, die im Mittelalter aufgewachsen sind. Die wissen, wie es sich gehört. Ja, im Mittelalter wurden die Leute auch nicht so alt, ne? Nein, das konnten sie also nicht. Also wir wären schon längst tot im Mittelalter. Die Medizin war ja auch nicht so weit vorangeschritten. Ich glaube, die Frauen wurden älter, oder? Die Frauen wurden älter, ja. Das hat, glaube ich, auch mit der Arbeit zu tun. Mit der harten Arbeit der Männer, ja. So sieht's aus. Die wurden 35 und die Männer wurden nur 30. So. Ja. Ja, wobei der Adel älter wurde natürlich, ne? Nicht viel älter, aber ein bisschen. Kann ich mir schon vorstellen. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Was ist das denn für eine... Achso, da sowas. Hat er schon gebaut, dann nehme ich mir doch mal einen. Ja, 4 Stück. Darf ich? Das ist nett. Muss ich ja bauen. Ich muss das ja wieder machen. An diese Türchen noch mal was dran kommt. Sehr strange. Oh, das erste Mal ein bisschen Stabilität hier. Ja. Easy important. So, dann haben wir da die Reihe noch. Mauerstückchen. Ich habe hier kein Mauerstückchen. Nicht in der Tüte gelassen. Nee, diesmal hoffentlich nicht. Weil letztes Mal habe ich es versiebt, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Zeig all. Ich schon, wir haben es wieder. Das sollte es gewesen sein. Ist alles auf einer Ebene? Ja, ist alles auf einer Ebene. Ah. Klapptür. Jetzt geht er ab. Ja, jetzt wird es richtig fest hier. Ja. Ist auch Zeit, ne? Ab jetzt kriegst du es nie wieder aus. Doch. Ja, genau. Nie wieder. Kannst nie wieder verkaufen. Nie wieder. Einmal gebaut. Plus gibt Leute, die kleben sowas zusammen. Ja, ich weiß nicht. Wobei ich das übertrieben finde. Das verstehe ich auch nicht. Das ist ja auch so schon recht stabil. Sehr, sehr stabil. So.
Darum geht's besser. So Geiz. So Geiz? Geiz. Geiz ist geil? Nein. Nee, eigentlich nicht. Kennst du das im Radio bei einem bekannten großen Kölner Sender in Nordrhein-Westfalen? Die haben ja damals auch mal so, ja, ich sag mal so Kirche in in dem Sender. Naja. Okay. Und da ging es dann mal um den Spruch Geiz ist geil. Aha. Das war schon ewig her. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Sendung noch gibt. Das waren immer so 3-4 Minuten. Ja, die, das war zum Sonntag quasi. Ja. Nö, das war auch unter der Woche. Und der hat sich darüber ausgelassen, dass Geiz eben nicht geil sei. Zum Beispiel nur eine Frage der Zeit ist, wie lange diese hübsche Tür. Oh, die ist ja Beton? Nee, die sind doch, das sind Fliesen oder so, ne? Das sind so Holzpaneele. Cool. Das finde ich nice. Okay. Okay. Ist ja nichts zu tun. Warte. Ich muss mal eben bei 4, ne? Ja. Ich weiß gar nicht bei so einem Ideaset, wie originalgetreu das jetzt an die erste Idee rankam. Es kommt immer sehr nah dran. Natürlich machen sie es anders. Weil, ne? Machen ja immer so grob. Das ist es halt, ne? Ich meine, es gibt bestimmt auch welche, die sich ultra viel Mühe geben. Ja, gibt es. Gibt es. Und dann das Set schon so bauen, dass man es verkaufen könnte. Ja, wirklich. Ja, sehr schade finde ich immer noch die weiße Stadt Minas Tirith von den Ringen. Daran musste ich gerade auch denken, die war auch sehr detailliert. Die war sehr detailliert und die hätte man so verkaufen können, aber nein, die wurden nicht umgesetzt. Wegen zu teuer. Ja, wahrscheinlich zu viele Steine. Ja, richtig. Die wäre sau teuer gewesen. Was ich auch nicht verstehen kann, das Kolosseum. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Das ist eigentlich so langweilig, ne? Du baust 10.000 Mal das gleiche. Ja. Ich weiß nicht, waren auch viele Teile. Das ist das größte Set im Moment, ja. Ist das so? Ja, ist so. Selbst den Millennium-Falken abgelöst? Ja, den Millennium-Falken abgelöst. Weil du ja nur das gleiche baust. So. Es gibt sogar noch außen ein paar Farbe. Ja. Ah, braucht man doch schon was, siehst du. Mal schon überlegen, ob man die für die Steine auch noch nutzen. Kommt bei dir bestimmt auch, ja. War doch klar. Ja. Hier auf der Seite noch. Oder wo? Und das gucke ich mir gleich, aber ich die Steine habe. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 und 5. Und jetzt darf ich das mal so hinstellen. Ja, und ich habe das hier an der Treppe auch. Ja. Ja, super. Das schön ausrichten. Das ist schön gerade. Gedacht für irgendwas wird das wohl noch gut sein. Ja, ich dachte, da kommt irgendwie so eine Blende hin, aber das sind ja nur so Kacheln jetzt. Ja, eine Blende wäre doch langweilig. Kacheln sieht doch viel spannender aus. Ja, man muss irgendwie auf die Teile kommen, ne? 2164 Teile. Solange wir nicht wieder den Boden fließen. Ja, das vermisse ich irgendwie. Das war Hammer. Eine ganze Tüte nur Boden fließen. Das war ja bei den Simpsons Haus. Ja. Fließen da, fließen dort, fließen überall. Wobei ich sagen muss, von der Art und Weise gefällt mir der Kirkimatten besser. Vor allem die ganzen Fläschchen und alles in den Regalen. Das ja, cool. Das war cool. Das finde ich schon sehr nice. Ab und zu hole ich es auch mal runter. Ja, klar, verstehe ich. Einfach mal, um es sich anzugucken. Mit dem Mann in der Eistruhe. Ja, wirklich. Ja, so bekommt das auch einen richtig schönen Schliff.
Ja, kriegt ein bisschen aus dem Optik. Wenn wir in der Karibik wären, da jetzt Ranken dran gekommen. Ja. So, was war denn da? War sowas hier. Und dann sowas hier. Den Stein kenne ich auch nicht. Manche Steine machen sie extra neu, weißt du ja. Wie immer. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die ja, die Steine zwar neu machen, aber doch mit dem Hintergrund, wir können sie da und da vielleicht nochmal nutzen für Sets. Ja, das sowieso. Vielleicht im halben Jahr oder so erst rauskommen. Die werden dann vielleicht produziert. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, wobei der Leuchtstein, der ist dann da, ne? Der ist vielleicht Set-exklusiv. Nee, der Leuchtstein hatten wir schon mal öfter, ne? Auch so in der Art und Weise. Ja. Was meinst du? Ach, das ist wieder. Oh, yay. Also ich glaube nicht, dass ich da zwei reinkriege. Das ist bestimmt ein Druckfehler. Ach, da hinten ist noch einer. Okay. Druckfehler. Ja, ich dachte, Lego macht keine Druckfehler. Das würde ich so erstmal nicht unterschreiben. Ach komm, schau mal was raus. Da fehlt nur ein Blatt. Das haben wir bestimmt vergessen. Nein. Was? Da kommt doch erstmal ein Blatt hin. Nee, da unten, das haben wir nicht. Ja, ja, ja. Grünzeug halt. Ja, Grünzeug. Ist sowieso nur Unkraut, oder? Es ist ja nur wegen der Optik, macht man das. Ja. Ist Lego nicht generell fast nur Optik? Ab und zu hast du eine Funktion, aber es soll halt einfach cool aussehen. Ja, das ist ja mehr, also was wir jetzt bauen, ist ja wirklich nur Optik. So. Aber ohne den wird es nicht funktionieren. Oh, ein Kassrücken. Ein Helm. Helm. Ja, langsam nimmt die Rüstung Gestalt an. Ist das eine komplette Rüstung da drin? Ja, kann ja sein. Ja, wir haben bisher nur die Schulter. Schulter und den Helm haben wir jetzt. Und Schwerter. So, das kommt jetzt auf den Tisch. Schmiedler Helm frisch auf den Tisch. Hm. Ja. Und der Topf. Jetzt ist der Henker abgegangen. Warten, Henker? Henkel. Der Henker? Der Henker war noch. Ja, war das zu der Zeit auch Mordbären, ne? Henker. Henker, genau. Und das ich letzten. Darf auch was bauen. Ich gebe mal den ganzen Kram rüber. Außer das Männchen. Ach, das Männchen ist schon Tüte 5. Oh. Ja, geht drauf ran hier, guck mal. Ich kann nicht so erwarten. Da kommt die. Besen. Was ist denn noch? Kehrschaufel und ein Hammer oder was? Das ist ein Hammer und eine Schaufel, jawohl. Und den Besen hast du schon. Hast du gesagt. Das ist ja so ein Goldbar, weißt du noch? Klar weiß ich das noch. Das ist auch ein Amt. Dass die überbleiben, das glaube ich nicht. Doch, klar. Die kommen bestimmt, ja, die kommen ins Fass hier rein, siehst du? So, rohes Material. Wir einmal kurz fünf Stück, Station. Ja. Genau, aber so dass die hier übrig bleiben, das glaube ich auch nicht.
Hier ist es schwach, diese Kranie. Müssen wir noch mal gucken, wo die hingehören. Ja, die hätte ich nur bei der... Ach, hier hinten. Ja, das siehst du? Wir haben noch einen zweiten Eingang da drüben. Ja, richtig. Finde ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mit da dran. Nach unten kommt die Spitze, ne? Nach unten, genau. Ja, dann passt das doch. Ja, siehst du? Gut, dass ich auch gepasst habe. Da willst du auch noch was auf deiner Seite. Who knows? So, das war's. Da ist auch einer. Ja, also das war's. Und dann gehen wir zum zweiten Etage. Ja, ich denke mal als nächstes, oder? Ne, wobei, da kommt noch ein Bäumchen. Wir bleiben noch bei außen. Schauen wir mal. Cool. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.